So sehr du deine Katze auch liebst, manchmal erwidert sie diese Liebe einfach nicht. Schon im alten Ägypten wurden Katzen verehrt und galten als heilig. Und jeder Besitzer weiß, Katzen glauben immer noch, sie seien Gottheiten. Auch wenn du deine Katze über alles liebst, muss es nicht gleich heißen, dass sie genauso fühlt. Deine Katze hasst dich nicht wirklich, aber dennoch kann sie Angst und Misstrauen dir gegenüber entwickeln und sich ungewöhnlich verhalten. Hier sind drei deutliche Anzeichen, dass deine Katze sich in deiner Nähe unwohl fühlt. Deine Katze ignoriert dich. Eigentlich freut sich deine Katze, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, aber wenn deine Katze dich bereits mehrmals nach einem langen Tag nicht begrüßt hat, ist sie eventuell verärgert. Um dem auf den Grund zu gehen, vergewissere dich, dass deine Katze alles Notwendige hat. Da du nicht mit ihr sprechen kannst, hilft nur eines: Schenke ihr so viel Aufmerksamkeit wie möglich und sie wird dich wieder lieben. Je aufmerksamer du auf die Lebenssituation deiner Katze achtest, desto eher wird sie mit dir warm werden. Deine Katze benutzt das Katzenklo nicht mehr. Falls deine Katze plötzlich vergisst, dass das Katzenklo nicht bloß Dekoration ist und stattdessen lieber den Holzboden oder den Teppich benutzt, dann könnte das ebenfalls ein Zeichen sein, dass sie gerade nicht gut auf dich zu sprechen ist. Du solltest deine Katze aber niemals dazu zwingen, das Katzenklo zu benutzen. Du musst Geduld zeigen und sie mit Belohnungen in die richtige Richtung weisen. Außerdem ist es wichtig, dass du die Toilette regelmäßig reinigst. Deine Katze starrt dich an. Katzen sind nicht wie wir Menschen, direktes Starren ist für sie kein Zeichen der Zuneigung. Formt deine Katze ihre Augen zu kleinen Schlitzaugen, stellt ihre Ohren auf und wirkt insgesamt verstimmt? Dann ist sie womöglich beleidigt. Starren kann bei Katzen ebenfalls Drohung und Aggression ausdrücken. Manchmal kombinieren Katzen das Starren mit einem angespannten Rücken und einem schlagenden Schwanz. In diesem Fall sollten sie der Katze aus dem Weg gehen. Unterbrechen Sie den Blickkontakt und ziehen Sie sich zurück. Für weitere Informationen und unsere Tipps und Empfehlungen bezüglich Ernährung, Pflege und wie Sie Ihre Katze in kürzester Zeit stubenrein bekommen, finden Sie unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.